Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Berseria. Ich bin es, euer Dem Simafix, und wir sind wieder als Velvet unterwegs und unsere Expedition ist zurückgekehrt. Das ist doch schön. Was ist beim letzten Mal so geschehen? Wir waren unterwegs. Oh, schauen wir mal. Wir waren unterwegs und haben ein neues. Oh, 1000 neue Gebiete. Jetzt haben wir da eigentlich alles entdeckt, oder? Nicht schlecht. Wir waren zumindest hier in einem Tempel unterwegs und dort haben wir versucht, Ritte Eleonora zu finden, die sich ja mit unserem guten Lafayette verbunden hat. Und Lafayette ist aktuell unsere einzige Chance, irgendwas gegen Arturus auszurichten. Deswegen kennen wir genauso wie Velvet keine Gnade gegen Eleonora. Es kam zu einem Duell hier um Leben und Tod und wir haben dieses Duell gewonnen. Und die gute Eleonore hat sich darauf in unserer Party angeschlossen. Aber hat natürlich Hintergedanken, denn Arturus hat ja hier eine Botschaft geschickt mit Melchios Kraft. Also der kann irgendwie durch Zeit und Raum seine Kräfte hier verteilen. Das ist irgendwie schon ziemlich schräg, aber mal, was ist hier eigentlich nicht schräg? Und wir haben dann zumindest hier mit, sie hat zumindest den Auftrag bekommen, unbedingt den guten Lafayette wieder zurückzubringen nach Logres und... Miese Flamme. Alter, schon wieder eine nächste Flamme. Jetzt hört auf zu blocken. Geht ja gar nicht. Ja, das ist nun so ihre Aufgabe. Beim letzten Mal hatten wir noch einige sehr lustige Skits, einige sehr lange Skits, aber trotzdem nicht allzu nichtsdestotrotz sehr lustige Skits. Unsere Aufgabe ist es gerade, die werte Freundin von unserer wunderbaren Meisterin Magilo zu finden. Er kann ja mystische Art ist. Wow, 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 wow. Nicht schlecht, kleiner Lapi. So. Nicht schlecht. Und wir wollen, wie gesagt, eine Freundin von der guten... Meisterin Magilo finden, denn diese könnte uns das Himmelsverzeichnis, wo wir ja natürlich wissen, dass es das Himmelsverzeichnis ist, weil wir ja schön Tales of Cestaria gespielt haben, übersetzen. Es ist nämlich in einer Sprache geschrieben, die wir nicht kennen. Und da Soray uns leider in Tales of Cestaria auch nicht gesagt hat, was da genau drin steht, kann ich jetzt auch unseren Freunden leider nicht helfen. Aber nun gut. Wir schlagen uns jetzt als erstes erstmal durch hier. Are you guys with the Swordbreaker? The what? Get away from me! Oh, whoa, 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 whoa! Er packt jetzt aber seine Mad Skills aus, oder? Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Was? Egal. Wir hauen einfach drauf. Wenn wir unsere Dämonenhand auspacken, dann wissen wir immer, wieso er uns angreift. So, das ist eine Seele, das ist meine, das ist meine, das ist meine. Ich habe eine Seele. Velvet rastet wieder total aus und ich liebe es. So, und wir machen ihn jetzt einfach mal platt. War unser wichtigstes Ziel aktuell, bevor wir hier die Freundin überhaupt von der guten Magilo finden, ist erstmal herauszufinden, wo wir sind. Wir sind ja durch diesen Erdenimpuls in irgendeinem Windtempel gelandet, haben aber keine Ahnung, wo dieser Windtempel ist. Also können wir erstmal gerade nur Informationen raushauen. Wortwörtlich. My sword! Please, mighty demon, I beg you! I'll do anything, just spare me! I only wanted to ask you something. You don't have to worry. This woman here is an exorcist. Huh? Right. I'm Eleonore, a praetor exorcist. Please, remain calm and hear our questions. You do look like an exorcist, but what are you doing with ruffians like these? Top secret Abbey business. That's all I can say. Now, can you tell us where we are? And are there any ports nearby? You don't know? You're on Cadnix Island in Islegant. The port is at the other end of that ravine. I'll send a Sylphjay to the Von Eltia. Thanks. One more question. Who's this Swordbreaker?
Ah, he's a demon. Causes lots of trouble around these parts. He only attacks sword fighters, and he breaks their blades. He's even taken down a number of praetors. Hence the name Swordbreaker. He wields a fine sword, clearly forged in a foreign land. I tried to find his lair to steal the weapon for myself, but that's when I was attacked. A foreign sword. I'd be careful if I were you. If he spots that sword on your back, you'll be in a world of trouble. Sounds like a real nasty fellow. Well, he tries to pull anything on this demon, and he's in for one munchy crunchy surprise. You folks are all crazy. Either way, I'd say this is a blessing in disguise for you. You're lucky to still be alive. Take this chance to abandon your life of crime. Can you read any of this old writing? No. I've studied many languages, but I've never seen script like this before. Can you read it, Eleanor? I've never come across this language either. Where did you find a rare tome like this? Well... It was a lucky find at the capital. What can I say? The kid loves to read. I was surprised to see how many Malakim like to read. Bienfu does a lot of reading too. I didn't know that. It's true. I'm not sure what he's been reading, though. Did someone call for me? Bienfu, do you like to read, too? Oh, yes. Books are a treasure trove of knowledge. But I'm a greater Malakim, so the literature I enjoy might be a bit above your level, Lafayette. How to talk a human female into becoming your vessel. And physically escalating with cuties. Bien? Physically escalating. What does that mean? You really don't need to know. All right. Yeah, I'm confiscating all of these. And I have some questions. Bienfu, you better be ready for a thorough interrogation. Bien! Let's find that port and meet up with our ship. You look like you're having fun, Rokuro. Well, I'm a yaksha. A yaksha? A spirit of war? Yeah, a demon that lives for combat. But this Swordbreaker has cut down exorcists with its foreign blade. Aren't you scared? Of dying, you mean? Yeah. I'm not afraid of dying. It's more that I'm afraid of not being alive. Huh? Fighting is my life. It's all I want to do. So I fight. That's what living means to me. Living only to kill. A demon is always going to be a demon. Well, if you're gonna be blunt. Ey Leute, so cool, Mann. Bienfu, jetzt gibt's Ärger. Jetzt lernst du die nicht ganz. Nein. Lernst du die nicht ganz so nette Seite von Eleanor kennen, habe ich so das Gefühl. Ey. Hört auf, immer Flammen zu speien. Das ist echt ätzend. So. Diese Vögel sind hinterlistig, Mann. So. Über das Himmelsverzeichnis haben wir aber trotzdem noch nicht. Also, wir wissen, dass es das Himmelsverzeichnis ist. Aber mir fällt gerade auf, wir haben im Endeffekt auch in Sarah nicht so ganz genau erfahren, was da drin steht. Da steht halt immer, im Endeffekt stand ja da, was stand denn im Himmelsverzeichnis drin? Ich habe es schon wieder vergessen. Das war doch im Endeffekt eine Art Reiseführer, der ihn eben durch die Welt führt, um es mal so auszudrücken. So, dieser Schattenball, das ist meine neue Lieblingsattacke. Schau euch an, wie geil der ist, Mann. Weil der einfach so eine schöne Reichweite hat. Okay, das ist natürlich nichts gegen hier unseren Eisen, aber mei. Aber er kann schon mit Eisen aufnehmen. Okay, da gibt's was Schönes. Da gibt's wieder diese merkwürdigen Steine. Nehmen wir uns eigentlich langsam mal so dem Ende. Ich bin gespannt. Ich wette, wir kennen diesen Schwerbrecher. Ich tippe... Na, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist jemand, den wir kennen. Ich habe zwar keine Ahnung, wer. Aber
Normalfall ist es jemand, den wir kennen. So. Ab. Hexi. Oh, ist das ein Special-Gegner? Dann machen wir erstmal kurz schnell speichern und dann legen wir los, Mann. Ich hoffe, wir haben die Anzeige schon wieder voll, dass wir ein paar Mystica Artis raushauen können. Immer im Bossfights haben wir die Anzeige nicht voll, Mann. Das ärgert mich. Dann legen wir los, oder? Okay. Das wird ein harter Fight. Und dann sollte ich erstmal diese drei Karten besiegen. Warte, warte. Und jetzt. So, jetzt muss ich die Harpien so fertig machen, weil sonst langweilen die mich noch mehr. So, jetzt haben wir erstmal wieder schön eine Seele verloren. Geil. Und ich habe diese Harpien immer noch nicht drauf. Ich sehe schon wieder kommen. Einer von den Gegner wird eine Attacke raushauen und dann werden wir alle down sein. Alter! Könnt ihr mal Schaden nehmen? Leben sieht aber bei allen gut aus. Eisen hat schon wieder fast seine Mystic Artis Anzeige voll, was natürlich Badass ist. Aber er ist halt einfach Badass. Ach komm! So, und jetzt komm. Er hat noch die Hälfte seines Lebens. Oh, gut vorgelegt. Aber. Sehr schön. Nein, 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 nein. Diese Attacke hat mich einfach eiskalt instant getötet, Mann. Ich konnte nichts dagegen machen. Warte, und kann ich. Gut, jetzt müssen wir ganz schnell Eleanor einwechseln. Und dann hole ich mir erstmal hier ein paar Seelen. Jetzt legen wir los, Mann. Direkt. Jetzt macht er schon wieder sein Mantra, oder? Alter, Mann. Sie haben immer eine Special-Attacke drauf, gegen die man keine Chance hat. Oh. 138 Erfahrungspunkte. Hey, das Spiel schenkt einem auch wirklich gar nichts, Mann. Das ist so mies an diesen Drecks-Boss-Fights. Jeder Gegner in diesem Spiel, also stärkere Gegner, ist immer akzeptabel zu besiegen und dann packt er eine Attacke raus, der man nicht ausweichen kann oder man sieht sie zu spät und die tötet dann einen, Mann. Wir hatten Vollleben, wir hatten 800 Leben und der hat uns mit dem scheiß Mantra, wo ich erst so, oh, sehe Mantra, oh, jetzt bin ich verteidigt, bam, schon passiert und einfach mal down. Einfach down. Und nicht mal einen positiven Vorteil habe ich hier. Das ist natürlich auch wieder geil. Eisen, ich hab dich ja voll doll lieb, aber hättest du jetzt das nicht gerade gegen den Boss machen können? Oder immer gegen diesen Vogel hier? Nein, gegen die kleine süße Hexe. Geht's auch auf die kleine süße Hexe. Oh, eine Seele. Oh, die Arena ist ja so groß. You're just lucky I made it quick. Eisen ist so cool, Mann. Okay, Leute, jetzt müssen wir hier mal Ranking machen. Der coolste Tails-Charakter. Zur Wahl stehen, also aus unseren Spielen, also allen Tails-Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, stehen zum einen Malik. Aus jedem Spiel muss einer ausgewählt werden, aus jedem Tails. Okay, wir haben zum einen Malik aus Tales of Graces. Ist jetzt vielleicht nicht der allercoolste, aber kommt auch rein in der, zumindest in den Wettbewerb. Okay, in Hearts muss ich sagen, gab es eigentlich keinen coolen Charakter, Mann. Hisui war, Gaal, den fand ich nicht ganz so, also der war halt zwar so auf halbwegs cool getrimmt, aber fand ich echt nicht so spannend. Was gibt's noch? Hisui, ja, ich würde fast Hisui dann tippen. Finde ich, kommt aber auch nicht in die Kategorie. Hisui ist zwar ein super Typ, Mann, aber der ist auch nicht so richtig cool. Aber egal, jetzt, wir müssen weitermachen. Dann haben wir natürlich hier aus Zestiria, aus Zestiria haben wir natürlich Zavid. Und bei Berseria wird's richtig schwer. Wir haben davon noch Xillia kommt natürlich Elvin.
Wer sonst? Kommen wir jetzt da her? Nein, da kommen wir nicht her. Die Karte ist mir zu groß, fällt mir gerade mal so auf. Aber immerhin kriegen wir mal einen Speicherpunkt. So, warte, wenn ich jetzt da lang gehe. Ach, das sind ja eh nur Kisten. Ja, dann. Also aus Xillia. Aus Xillia müssen wir auch zwei machen. Aus Xillia und aus Berserker müssen wir zwei Charaktere machen. Und zwar aus Xillia müssen wir Elvin und... Nehmen wir einen für Xillia und einen für Xillia 2. So, das ist gut. In Tales of Xillia ist es natürlich Elvin. Und in Tales of Xillia 2 ist es dann der Wert... Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Was ist das? Ein Teleport? Okay. Ich wundere, dass es hier einen Teleport gibt. So groß ist die Distanz jetzt auch wieder nicht. Na egal. Ah, wie hieß er denn nochmal? Ich hab's vergessen. Der König, der mit seinem coolen Mantel immer rumsaß, Mann. Ah, Leute, Mann, das kann doch nicht sein. Ich kann doch keine Tales-of-Xillia-Charaktere vergessen, Mann. Ach, egal. Was soll man machen? Zumindest der und aus Berseria. Oh, ein Berseria ist es auch schwer. Rokuro? Oder dann halt doch jetzt. Oder halt doch dann eben hier Eisen. Einer von den beiden. Ah, das ist echt schwer. Alle Charaktere so cool sind hier. Aber geärgert ist Grabmann. Ich muss doch wissen, wie der heißt. Wieso weiß ich das nicht? Das ärgert mich voll. Wie hieß der denn nochmal? Das war der Gaius. So, ich gebe es zu, ich wollte auf meinem Handy gerade googeln, aber mir ist es noch gerade davor eingefallen, Mann. Natürlich ist es Gaius, Mann. Könnte ich diesen Namen vergessen? So, okay. Also, da geht's zurück. Oder irgendwo hin zumindest. Frag mich nicht, wohin. Wir gehen aber jetzt erstmal da lang. Oh. You better be ready. Oh, tot. Kümmern Sie sich bitte um die Hexen, weil die haben Fernkampfattacken da. Um die HP kümmere ich mich hier. Na, das schauen wir mal. So, und jetzt müssen wir mal ein Ranking machen. Wer ist der coolste? Also ich finde, auf dem letzten Platz müsste man dann halt einfach die Sui machen, wenn wir das Harz einen Charakter nehmen. Weil in Harz waren die Charaktere zwar alle super, besonders natürlich Core und Quark, aber das waren keine coolen Charaktere, das waren halt so nette. Gal, ja, man müsste aber fast eher Gal nehmen dann als Charakter, weil der ist. Und Hisu ist ein super Typ, Mann, der ist dann immer so schön arrogant und dann irgendwie so halt doch ein guter Kerl, Mann, super Charakter, aber persönlich kommt er nicht so gut ins Crew-Ranking weit nach oben, deswegen müsste ich ihn auf den letzten Platz setzen. Oh, Symphonia habe ich vergessen. Symphonia ist eigentlich klar, Mann, Kratos, Mann, wer sonst, Mann. Das war Kratos, bevor Kratos, der war Kratos, bevor Kratos cool wurde. Wieso hat er immer diese Anzeige voll, außer wenn ich einen Bossfight habe? Okay, auf dem vorletzten Platz würde ich dann den Werten Malik tippen. Malik ist zwar ein guter Kerl, gehört auch definitiv in die Cool und hat halt immer ein bisschen so dieses Ausbildermäßige aus Graces hier. Er ist halt immer so, ja, er ist ein bisschen normal, zu normal. Hmm? What's wrong? An enemy. That sword. Is that Stormquell? A demon wielding a foreign-made sword. You must be the sword breaker. So kennt unser guter Freund schon wieder dieses Schwert. Nun gut, wir werden das gleich herausfinden. Und ich hoffe, sein Schwert geht dabei nicht kaputt. So, wie viel Leben hat er? 17.000. Hör auf, dich die ganze Zeit zu verteidigen. Das war eine coole Attacke. So, als ob ich keine Seelen... So, okay. Alter, miese Attacke. Okay, aber gutes Artis Love ist jetzt. Wir heben uns unser Artis, Mystic Artis noch auf bis später. Okay. Weil er genau sowas macht. Solche. Bin ich jetzt ausgewichen? Ich weiß es nicht. Okay.
Er ist eigentlich echt langsam, aber boah, man muss halt echt auf seine Artis aufpassen. Ich kann nicht hüpfen. Wieso kann ich nicht hüpfen? Alter, Verlangsamung oder sowas, gell? Wir brauchen mehr Allheilmittel. Kann ich nicht mal Seele droppen? Hör auf, Roku anzugreifen, nur weil er ein cooles Schwert hat. Bei uns hat er eigentlich... Okay, doch, Roku hat sein Schwert auf dem Rücken, aber er benutzt es doch nicht. Lafis hat kein Schwert, Eisner hat kein Schwert, er benutzt nur seine Fäuste. Nein. Ich kann mein mystisches Artis nicht ansetzen. So, jetzt komm. So, keiner macht unser Schwert kaputt von Rokuro. He's still moving. I'll take this one. Come and get me. Good, a challenge. Look out! Don't interfere! What do you think you're doing? Touch me, I'll kill you. I'm sorry. I just got a little riled up. Do you know that demon? No, but I know his sword. A blade called Stormquell. Stormquell? Whatever. It doesn't have anything to do with us. Let's just get to the port already. Leute! Wieso? Wieso habt ihr... Wieso ging das nicht weiter? Trends. Die guten alten Trends-Calls schon wieder. Leute, das ist doch scheiße. Ich hätte es... Ey, Mann, Roku! Die haben einmal aufgeklebt, Mann. Wie fett ist der auf einmal geworden ist, Mann. Auf einmal sein Auge angefangen zu leuchten. Da merkt man halt, wenn der Krieger nicht mehr wacht, Mann, dann gibt's keine Gnade mehr. Und der ist gerade so mit ihm durchgegangen, Mann. Sein Auge fängt an, rot zu leuchten, Mann. Und auf einmal... wieder einfach zu bad ist. Don't become like me. Don't try and imitate Rokuro, please. Das war die bis dato beste Skit, Mann. Das war die mit Abstand bis dato beste Skit, Mann. So geil, Mann. Aber okay, Mann. Aber trotzdem, Roku, Mann, auf einmal wie er abgegangen ist, Mann. Was ist denn mit ihm los gewesen, Mann? Sagt er, hat er gesagt, okay, hey Leute, Mann, so ein mieses kleines Kind, das darf sich doch hier nicht in ein Duell zwischen Männern, beziehungsweise coolen Schwertern einmischen. Und dann hat er einfach mal da aufgedreht, Mann, ey, Rokuro, Mann. Du hast bei mir, kriegst bei mir immer mehr Credit. Aber Lavi soll sich auch einmischen, muss man, das war ein Duell zwischen Männern oder Dämonen, Mann-Dämonen, irgendwie sowas. Oder halt doch nur zwischen Schwertern. Aua. So, eine verdammt coole Szene. Er kennt das Schwert, ist auch irgendwie so ein Namenverwandter von seinem Schwert, Sturmwind. Und das ist eben der Sturmbrecher. So, Expedition ist zurück, aber wie, ob ich jetzt eine Ahnung habe, was das genau zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Man geht zur Basistraining. So, lala. Machen wir das. Nehmen wir das. Und wollen wir wieder kochen? Ey, Leute, ich bin ja wieder hier noch zum alten Kocher, Mann. Besonders, weil man hier so wenig machen muss, wie noch nie in einem Telespiel. Das finde ich sehr gut, deswegen koche ich gerne. So. Okay, weiter geht's. Aber unsere Reise ist immer noch, geht immer noch weiter. Und wir müssen immer noch das Cool-Ranking weitermachen. So. Lavi said, I'm sorry about what happened back there. I thought he was going to kill you. Yeah, I know. You were just doing what you thought was right. Yeah. Maybe so. That's good then. I didn't give you a clear enough warning to stay out of it.
If it ever happens again, I'll give you a proper warning. You really don't want me to help you? Even if your life is at risk? Yep. Why? Actually, I'm not too sure myself. Huh? There's somebody out there I need to defeat by my own hand. I want to strike him down. I want to triumph against him. But to do that, I need to be a better swordsman. Someone you have to defeat. In a sword fight, yeah. And I'll do anything to ensure I come out on top in the end. No matter how much it costs me. Life, limb, hell, even my heart and soul, I'll pay it. Those feelings have been so central to me for so long. I lost my dang humanity somewhere along the way. Why do you need to win that badly? To be honest, beats me. Maybe it has to do with me being a demon. Or maybe that's why I became one. Either way, it's more important to me than life itself. More important than life. But still, I owe you for saving me back there. There's no victory pose in store for me if I'm dead. Okay. Is that how you thank someone for saving your life? Huh? I'm just being honest with the little guy. And no offense and all, but why do you care? You don't even think it disrespectful? You truly are a demon. Yep. Big old demon. Theresa, du solltest langsam wissen, mit welcher Truppe du dich hier eingelassen hast. So, dieser werte Herr ist, denke ich, dieser Shigeru, von dem Melchior oder Arthur, das einer von den beiden zumindest, gesprochen hat. Zumindest, wir machen einen kleinen Cut beim nächsten Mal mal das Coolage Ranking weiter und schauen, was noch so uns erwartet in Tales of Berseria. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao!